Ey Kevin, mach mal einen coolen Drink mit Lillet. Sehr gern. Wir machen jetzt einen Lillet Rosé Rubis. Lillet Rosé und zwar 5 bis 6 Cl, die wir einfach in ein Weinglas hinzugeben. Dann benötigen wir 3 Cl Cranberry Juice, 1 bis 1,5 Cl frischen Zitronensaft und dann die Geheimzutat des Tages, Himbeersirup. Auch von dem brauchen wir dann so ungefähr 1 bis 1,5 Cl. Dann alles ganz kurz umrühren. Hier könnt ihr echt Gas geben, da keine Kohlensäure drin ist, also ist nicht so schlimm. Ja. So, und jetzt könnt ihr ein bisschen variieren. Entweder nehmt ihr Tonic, Prosecco oder Soda. Ich nehme in dem Fall einfach mal Tonic. Damit füllen wir das Ganze einmal auf. Als Garnisch noch ein paar Beeren einfach drauf, wie beim Classic Lillet White Berry. Himbeere, Brombeere, ein paar Blaubeeren. Und fertig ist der Lillet Rosé Rubis. Ein super cooler Sommerdrink, den ihr unbedingt mal nachmachen müsst. Wenn du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann lass ein Abo da.